Wie kann man gesund mit dem Oberkörper Fahrrad fahren? Das ist das Thema der heutigen Sendung und damit mache ich ein ganz herzliches Grüezi an Sie. Herzlich willkommen bei QS24 im Format Gesundheit. Ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Ganz herzlich willkommen, Rainer Göhringer. Dankeschön, danke. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Sehr gerne. Rainer, du hast ein Gerät mitgenommen. Du bist innovativ, du hast ein Gerät gebaut, wie man eigentlich zum Beispiel die Gesundheit von zu Hause aus im Stehen den Oberkörper so stabil machen kann, dass wir sehr viele gesundheitsförderliche Bewegungsapparate, Abläufe im Körper trainieren können. Erzähl mal darüber. Wie hast du das entwickelt und warum? Ja, es ist eigentlich eine relativ einfache Angelegenheit gewesen. Ich bin sehr viel auf Reisen gewesen in meinem Berufsleben und während ich auf Reisen war, habe ich mich immer wieder darüber geärgert, dass in den Hotels, in den Flughäfen, in den Flugzeugen es sehr schwer war, den Körper zu trainieren. Den Oberkörper vor allen Dingen. Man kann ja für die Beine relativ leicht etwas machen. Man kann die Treppe laufen, man kann lange Strecken im Flughafen zurücklegen und immer wieder hin und zurück laufen, so ein bisschen wie ein Hamster. Aber was sehr schwer ist, ist den Oberkörper zu trainieren. Und wenn man in den Hotels ist, ist es oft so, dass man in einen Fitnessraum des Hotels geht und dann sind die Geräte erstens ganz anders als die, die man normalerweise benutzt. Dann muss man sich erstmal wirklich geometrisch umstellen. Das ist sehr umständlich. Oder man sagt, ich will lieber nur mit dem Oberkörper, also nur mit dem eigenen Körper Kraftübungen im Zimmer machen, im Hotelzimmer. Und sprich, ich lege mich auf den Boden, mache ein paar Liegestützen oder ich hänge mich irgendwo an einen Türrahmen und mache ein paar Klimmzüge. Aber mit der Zeit ist das immer schwieriger. Oft war es dann auch so, dass in den Hotelzimmern Teppichböden sind und es macht nicht sehr viel Spaß, die Hände in diese Teppichböden reinzutun. Ja, verstehe. Ich weiß nicht so richtig, was da drin bewegt. Ich verstehe ja, dass du, dass jeder Mensch ein bisschen Bewegung haben will, aber warum ist es dir so wichtig, dass wir unseren Oberkörper trainieren? Weil er sehr stark vernachlässigt wird. Also man darf nicht vergessen, also wir haben eigentlich durch unsere Alltagstätigkeiten kaum Aktivitäten, die wirklich den Oberkörper und insbesondere Schultergürtel trainieren. Also sprich den ganzen Bereich von Fingerspitze bis Fingerspitze. Ja. Und diese führt auch oft zu Problemen mit den Schultern. Man hat keine Kraft, wenn man stürzt zum Beispiel. Das ist ganz, ganz wichtig. Gerade wenn man älter wird, wird das immer problematischer. Man stürzt und es gibt keinen Muskelpolster mehr, dass die Kräfte aufnimmt oder man hat einfach keine Kraft mehr, um sich abzustützen. Und das führt zu schweren Verletzungen. Ich habe es in meinem privaten Umfeld gesehen. Meine Mutter hat sich dramatisch verletzt beim Sturz, und weil sie einfach keine Kraft mehr hatte, diesen Sturz aufzufangen. Mhm. Und da habe ich gesagt, wir müssen eigentlich dem entgegenwirken mit einem Gerät oder mit Übungen, die leicht sind zu machen. Ja, keiner will gerne sich auf den Boden legen und... Nein, auch nicht ins Fitnesszentrum und so. Ich meine, ich sehe es ja jetzt an mir persönlich, oder? Ich mache nichts. Treppenlaufen, okay, spaziergehen am Sonntag mit der Frau im Arm, ganz logisch, oder? Ja. Am Sonntag um 13:30 ganz Deutschland und Schweiz geht spazieren. Genau. Aber viel mehr ist gar nicht. Und ich spüre es ja auch bei mir, da ist ja irgendwie ist alles so der Schwerkraft ausgesetzt. Genau. Es fehlt was. Ja, du wirst wahrscheinlich auch merken, dass so mit der Zeit das Heben von Koffern schwerer geworden ist. Sich auf den Boden zu legen und einfach mal eine Liegestütze zu machen, wird immer anstrengend. Das wird wirklich schwer, weil wir ja auch mit dem Alter die Muskelmasse schneller abbauen. Wir resorbieren schlechter Proteine und dadurch ist es schwieriger, die Muskelmasse zu erhalten. Und also für mich ist es inzwischen, mir macht es keinen Spaß, eine Liegestütze zu machen. Ich kann es zwar, aber ich sage, es ist nicht so toll. Ich wollte ein Gerät haben, das mir das Leben in dieser Beziehung relativ leicht macht. Und dieses Gerät nutzt du zu Hause jetzt auch, wenn du zu Hause bist, vor dem Fernsehen, ganz gemütlich? Oder? Ja, ich nutze es eigentlich überall. Ich nehme es mit auf Reisen. Wir haben das so entworfen, meine Tochter und ich haben das so entworfen, dass wir es überall mitnehmen können. Sprich, im Flugzeug kann ich es benutzen, ich kann es in der Lounge benutzen, ich kann es im Hotel benutzen. Wenn ich eine längere Unterbrechung habe, kann ich eigentlich meine Routine beibehalten. Sprich, 3 Minuten vorm Duschen am Morgen oder
5 Minuten vor dem Schlafengehen am Abend, wenn man sich diese Routine angeeignet hat und man hat diesen Habitus geformt, dann macht man das automatisch. Und das ist das Schöne dabei. Man braucht irgendetwas, was man immer wieder macht, weil es ein bisschen Spaß macht, aber vor allen Dingen, weil es einen sich gut fühlen lässt. Und das war eigentlich der Hauptgrund, weshalb wir das Gerät so entwickelt haben. Ja, wir reden viel über Gesundheit in unserem Fernsehsender, aber nie eigentlich darüber, dass wir den Muskelaufbau machen, Proteine schlucken, allem Mögliche, alles da, aber nicht die Bewegung und das Muskeltraining. Genau. Und da bin ich sehr glücklich darüber, dass du uns jetzt ein Gerät vorzeigen könntest, wie wir in unserem Relax-Status ein bisschen rausbewegen und etwas Wertvolles für unseren Körper tun und eben diesen Muskelaufbau trainieren. Ich sehe es ja schon die ganze Zeit, habe keine Ahnung, was das ist. Es erinnert mich an früher, da hat man so eine Stange gehabt, in der Mitte war so eine Feder und da konnte man so die Bodybuilder runter. Ja, ja, das ist der, also es gibt zwei Geräte aus der Zeit, es gab das mit der Feder und es gibt auch den Bullworker. Beide sind federgetriebene Geräte. Also wir haben uns wirklich mit allen vorhandenen Geräten auf dem Markt auseinandergesetzt, um zu sehen, wie die funktionieren. Und ich habe sie dann auch auf Reisen immer ausprobiert, meine Tochter im Studium, um zu sehen, was sind die Eigenschaften dieser Geräte. Und wir haben festgestellt, es gibt eigentlich die Körpergewichtsübungen, die man ja mit dem eigenen Körper ausführen kann. Man hat federgetriebene Geräte, die eine Feder irgendwo haben, und es gibt diese elastischen Bänder und es gibt die ganz normalen festen Bänder. Das sind eigentlich die drei Technologien, die es gibt. Mhm. Und allen ist gemeinsam, dass man eigentlich immer nur in eine Richtung die Muskulatur trainiert. Ja, das ist das Interessante. Ich hab mal ein Beispiel mitgebracht. Ich habe mal so ein elastisches Band mitgebracht, das jeder wahrscheinlich irgendwo kennt. Wenn man so ein elastisches Band in die Hand nimmt, ist am Anfang überhaupt kein Widerstand da. Wenn man anfängt zu ziehen, wird der Widerstand immer größer, immer größer. Und es zieht einen immer zurück. Wenn ich jetzt loslasse, haut es mich zusammen. Ja? Das heißt, ich kann die Rückbewegung ohne Widerstand machen, kann ich schon machen. Also das ist dann die sogenannte Exzentrik. Man kann es ganz langsam machen, gesteuert. Das ist auch eine gute Übung. Ja, aber es ist eine Übung, die immer nur die Trizepsmuskulatur in diesem Fall und die hintere Schultermuskulatur anspricht. Genau. Und was ich nicht dabei anspreche, ist genau die gegenüberliegende Muskulatur, den sogenannten Antagonisten. Ja. Und die gegenüberliegende Muskulatur... Könntest du aber hinten über den Rücken nehmen und nach vorne ziehen, oder? Ja, das wäre eine Möglichkeit. Das heißt, aber die Frage ist, ist das der echte Antagonist? Es ist eine schwierige Frage zu beantworten. Es ist ein ähnlicher Antagonist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Gleiche für nur eine Bizepsübung machen würde, ja, das ist eine reine Bizepsübung, am Anfang kein Widerstand, immer mehr Widerstand, bis zu einem Punkt, wo man es kaum noch machen kann. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich den Trizeps? Dann müsste ich wahrscheinlich diese Übung machen. Ja? Okay. Aber das ist nicht der echte Antagonist. Der echte Antagonist ist immer der bei der Bewegung auf der anderen Seite ist. Ja? Oder wenn ich diese Bewegung machen müsste es jetzt in der Rückbewegung der Trizeps sein. Ja? Und jetzt verstehe ich es. Ja. Okay. Und das macht dieses dann das macht auf dieses, beide Seiten genau. der gleiche Muskel, also richtig. Der gegenüberliegende Muskel. Genau, der gegenüberliegende Muskel wird immer angesprochen und mit genau dem gleichen Widerstand. Das heißt, wir stellen über diese Methode ein Gleichgewicht zwischen den Gegenspielern her. Ja, das auch wichtig ist, denn Ungleichgewicht am Gelenk führt zu einer Fehlbelastung der Gelenke. Und über den Weg passiert es dann, dass die Gelenke unterschiedlich abgenutzt werden. Also der Knorpel dann nicht gleich belastet wird über das ganze Gelenk. Mit diesem Gerät kann man dieses Gleichgewicht herstellen am Ellbogen. Man kann an der Schulter das sehr gut dann auch machen. Das zeige ich später noch. Ich habe noch ein paar Fragen, bevor wir dann die einzelnen Übungen anschauen. Die erste ist, wenn ich jetzt mich entscheide, damit anzufangen, sagen wir mal, du sagst mir jeden Tag, eine gewisse Zeit? 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten? Ja. Okay. Wenn ich das jeden Tag mache, was habe ich dann zu erwarten für einen Erfolg so in 1-2 Monaten? Wie kann ich mir das vorstellen? Also wir haben eine Studie mit der Sporthochschule Köln durchgeführt. Die ist ja bekannt für ihre Sportleistungen. Und wir haben mit ganz normalen Büro
Angestellten der Universität eine Feldstudie gemacht, einen Monat lang, zweimal die Woche Training. Und es hat in allen gemessenen Muskeln, also sprich Bizeps, Trizeps, Rumpf, Schulter, hat es signifikante Kraftverbesserungen mit sich gebracht. Signifikant heißt statistisch signifikant, die Leute wurden tatsächlich kräftiger und es hat ihnen das Leben dadurch auch einfacher gemacht. Aber es waren relativ wenig Übungen. Man kann natürlich jeden Tag das machen und dann wird man natürlich viel schneller ein Ergebnis haben. Man soll nicht, jeden Tag ist vielleicht nicht unbedingt erforderlich. Man empfiehlt ja immer der Muskulatur einen Tag der Erholung, damit sie dann sich auf diese neue Belastung einstellen kann. Und wenn man alle zwei Tage das macht, dann kriegt man wahrscheinlich sehr schnell eine sehr notorische Verbesserung. Schon spannend, hä? Ja. Also ich überlege mir jetzt gerade, ob man das nicht irgendwie als Pflichtübung zum Beispiel in größeren Firmen, Betriebsunternehmen, also als CEO einer Firma müssen wir doch das den Mitarbeitern sagen, trainiert euch regelmäßig. Ja. Dann ist auch die Gefahr von einem Betrieb oder Nichtbetriebsunfällen ein bisschen geringer, ja. Verletzungsgefahr kleiner, also die Fluktuationen oder auch die Ausfälle kleiner. Ja. Also wie habt ihr da auch schon diesbezüglich darüber? Da haben wir schon angefangen. Wir sind tatsächlich mit zwei Unternehmen unterwegs. Das sind mittelständische Unternehmen in Deutschland. Mhm. Und die benutzen den Cybus regelmäßig in ihren Büroräumen vorwiegend. In den gewerblichen Bereichen sind wir noch nicht so weit. Da sind wir gerade dabei zu sehen, wie man das am besten in dieser Aktivität mit integrieren kann. In Büroräumen wurden die Geräte in Pausenräumen ausgestellt und auf die Schreibtische und haben sehr guten Erfolg gehabt, weil die Mitarbeiter das Gerät sehr gerne benutzen. Es ist sehr leise, es ist sehr unauffällig und es hat zu Verbesserungen in der Kraft des Oberkörpers geführt und Zufriedenheit mit sich selbst auch, weil man immer das Gefühl hat, ich habe jetzt was getan. Das darf man ja nicht vergessen. Man macht was. Und das ist auch eine Belohnung. Ja, verstehe schon. Belohnung. Und auf der anderen Seite ist es natürlich wirklich, wenn man sich mit dem während der Arbeitszeit in einer Pause mal damit beschäftigt, kann man auch den Geschäftsalltag mal loslassen und kommt ja eigentlich mit einer ganz anderen Frische wieder zur Arbeit zurück. Genau. Eigentlich hervorragend. Ja, und es ist auch gut, wenn man mal in der Pause nicht unbedingt irgendeine Süßigkeit zu sich nimmt oder irgendwas isst oder einen Kaffee trinkt, sondern man trinkt ein Glas Wasser und macht ein bisschen mit dem Cybus Sport. Mhm. Ist das auch geeignet für ältere Leute? Insbesondere für ältere Leute. Also wir haben was heißt insbesondere? Man kann es natürlich für alle Altersbereiche, wir haben sogar kleine Kinder, die gerne damit üben. Also wenn jetzt meine Mutter 74, 75 Jahre alt und wirklich auch schon alles der Schwerkraft ausgesetzt, kraftlos, kann man auch so sagen, wird sich das jetzt wirklich auch da signifikant lohnen, etwas zu tun? Sofort. Also gerade ältere Leute merken das sehr schnell. Das Gerät ist so leicht, man kann es sehr leicht in die Hand nehmen. Es ist kein Gewicht, das man in die Hand nimmt, das sehr schwer ist, oder kein elastisches Band, das zittert und irgendwie ein unbefriedigendes Gefühl vermittelt bei der Übung. Es ist sehr leicht, man nimmt es in die Hand, es ist sehr intuitiv zu benutzen. Und gerade ältere Leute, man muss ja die Muskulatur nur ein wenig ansprechen, damit sie anfängt, sich wieder aufzubauen. Ne? Der Körper ist da passt sich sehr schnell an die Bewegung an. Also wir wissen von älteren Leuten, die mit ganz kleinen Hüben angefangen haben und dann immer größer geworden sind. Ja, also sie haben wirklich ganz kleine Bewegungen nur gemacht. Und dann immer größer, immer größer, immer größer. Ja, und die haben dadurch immer mehr Muskulatur aufgebaut. Das sieht ganz einfach aus. Darf ich mal schnell? Ja, ich werde dir das allen einstellen. Es ist in einer hohen Stufe eingestellt. Man kann das Gerät, das ist auch ein großer Vorteil, man kann es von praktisch 0 Widerstand, also 0 Kilogramm, auf 6,5 Kilogramm Widerstand verstellen, mechanisch verstellen. Also 6,5 Kilo, ist das die letzte Zwick, 6,5 oder die ganze Zeit 6,5? Die ganze Zeit 6,5. Also das ist auch eines der ganz interessanten Sachen vom Cybus. Wir arbeiten hier mit einem Reibwiderstand, der besonders ausgelegt wurde für diesen Zweck. Und das führt dazu, dass wirklich vom Anfang bis Ende des Hubes immer der gleiche Widerstand ansteht. Mhm. Immer. Das heißt, der Muskel wird auch gleichmäßig, im Gegensatz zu elastischen Bändern oder Körper, wo der Winkel sich verändert, der Muskel wird immer
gleichmäßig beansprucht, ja, über den gesamten Hub. Okay, also es spannt sich ein bisschen. Ja, ja, also das, wenn wir jetzt auf das Thema Fahrradfahren für den Oberkörper kommen, dann ist genau diese Übung, wenn du die sehr oft wiederholst, mit wenig Widerstand, das ist vergleichbar mit Fahrrad, ist das eine sehr gute Übung, die relativ schnell die Muskulatur im Oberkörper dann kräftigt. Ja, aber also es zieht sich jetzt da von der Brust her? Ja, und hinten natürlich auch. Ja, du arbeitest immer die gegenüberliegende Muskulatur. Ja. Ah ja, der Rücken auch, tatsächlich. Ja, ja, ja. Ah, darum hast du dieses Wort gewählt, Fahrradfahren für den Oberkörper. Ja, das hat mehrere Gründe. Fahrradfahren ist eine Übung, bei der die Muskulatur immer nur konzentrisch, sprich in eine sich zusammenführende, zusammenziehende Muskulatur beansprucht wird. Ja, und wir arbeiten auch in beiden Fällen immer konzentrische Muskulatur, macht eigentlich genau das, wofür sie geschaffen wurde, nämlich sich zusammenziehen. Ja, das ist ja das Einzige, was die Muskulatur kann. Sie kann die Position halten, aber sie kann sich nicht verlängern. Sie kann sich nur zusammenziehen. Das Verlängern geschieht durch den Antagonisten. Deshalb haben wir zu jedem Muskel einen Gegenspieler. Ja. Sonst würde mein Arm hier oben bleiben oder ich müsste ihn irgendwie runterdrücken. Genau. Ja? Und wir haben aber einen Gegenspieler, der mir hilft, den Arm wieder zurückzuführen. Mhm. Ja, und wir arbeiten beide Muskeln immer in dieser sich zusammenziehenden Eigenschaft. Also macht man das eigentlich immer im Sitzen oder im Stehen, im Liegen, im Bett? Also oder? Ich empfehle im Stehen, weil man dadurch natürlich die Position, seine Körperposition auch verbessert. Man muss sich wie bei allen Übungen immer auf die Haltung konzentrieren. Die Haltung ist sehr wichtig. Aber man kann mit dem Gerät natürlich auch im Sitzen was machen. Also ich habe jetzt das Gefühl, ich könnte das wahrscheinlich jetzt eine halbe Stunde machen, oder täuscht das? Nee, das kannst du mit Sicherheit so machen. Aber ich habe die Zeit nicht, eine halbe Stunde. Müsste ich jetzt da irgendwie zum Beispiel die Kilo erhöhen, dass der Widerstand größer ist, dass ich nach 5 Minuten schwitze? Oder? Nee, du kannst schneller arbeiten. Ja. Ah, auf die Geschwindigkeit. Ja, so. Das ist eine Sache. Okay. Du kannst die Position, die Winkel verändern. Du kannst also wirklich, als würdest du... Ach, das sind ganz andere Muskeln wieder, hä? Ja, da geht es ganz anders los. Du kannst hinter dem Oberkörper arbeiten, hinter dem Kopf. Und dann würdest du ganz andere Muskulatur üben. Und wenn du dich aufrichtest und dann anfängst auch, dich darauf zu konzentrieren, die Rumpfmuskulatur damit zu beanspruchen... Tatsächlich? Ja. Das sind ja alles andere Muskeln. Ganz andere Muskeln, ja. Und das tut gar gut. Ja. Da kommt richtig, da fließt das Blut, hä? Das geht ganz schnell, das ist das Schöne. Mit dem Gerät kann man den Stoffwechsel sehr schnell anregen. Ja, tatsächlich. Ja. Eieiei. Und was du nicht vergessen darfst, ist, du kannst beim Arbeiten kannst du auch das Handgelenk drehen. Auch noch. Du kannst die Bewegung mitdrehen und durch dieses Drehen sprichst du wieder ganz andere Muskeln. Tatsächlich, an, ja? Da oben da. Genau, ja, genau, es zieht richtig. Ja. Boah, ich krieg schon heiß. Ja, das ist sicherlich haben die Lampen auch einen Beitrag dazu, aber es ist tatsächlich so, der Kreislauf, gerade weil auch der obere Körperbereich relativ wenig trainiert ist, wird sehr schnell damit angeregt. Man kommt sehr schnell werden die Muskeln warm. Ist ein wunderbares Gerät, vor einer Sportart sich aufzuwärmen. Okay. Oder wenn man abends vor dem Fernseher sitzt und keine Lust mehr groß hat, was zu tun, kann man auch wirklich nur vor dem Fernseher das ganz leise machen. Es stört niemanden, es gibt kein Quietschen, es gibt kein Klappern. Ja, und die Bewegung ist sehr angenehm. Du hast ja gemerkt, das ist so ein gleitendes Gefühl. Ja. Ja, das war eigentlich die große Kunst, so dieses einfach angenehme Gefühl herzustellen. Ja. Also jetzt trainiert man wahrscheinlich am Anfang wirklich auf kleiner Stufe und dann wird immer mehr das Gewicht erhöht über diesen Drehbereich, oder? Nein, der Knopf, den du da dir anschaust, der ist dazu da, um die Griffe abzunehmen. Du kannst die Griffe abnehmen und damit natürlich das Gerät auf Reisen mitnehmen. Ja. Mhm. Das ist der Vorteil, das heißt, damit passt es in dein Handgepäck hinein. Wenn du mal eine kurze Reise antrittst, dann kannst du es halt in deinem Handgepäck mitnehmen, ja. Siehst du, und dann hast du das Rohr nur und die Griffe und die kann man separat dann unterbringen. Und das hast du schon zusammengesetzt und während dem Flug ein bisschen trainiert? Ja, kannst du auch machen. Also wenn der Nachbar sich nicht stört natürlich. Ja. Aber was wir haben schon mal mit Luftlinien gesprochen, um zu sehen, ob es sinnvoll wäre, so ein Gerät in der Kabine auszuhängen, damit Leute, die lange, lange sitzen, wenn man jetzt 11 Stunden unterwegs ist, im Flugzeug zum Beispiel nach Mexiko oder nach Asien und so weiter,
dass man die Möglichkeit hat, ein wenig den Oberkörper auch zu trainieren. Denn das ist ja eine ziemliche Belastung für den Körper, diese 12 Stunden zu sitzen. Ja, klar. Und dann in einem sehr eingeengten Raum. Und das ist eine der Überlegungen, die wir auch haben, dass man im Flugzeug mal in der Kabine sowas aushängt, um dort auch ein bisschen Sport zu machen. Es hat mich jetzt gerade total überrascht, wie cool das ist, weil irgendwie alle Muskeln sind wach, ich bin fit, der Kopf ist total fit, oder? Ich glaube, ich hatte eine Zeit lang einen ganz roten Kopf, oder? Ja, das wäre gut. Echt cool. Also ich kann dir noch eine tolle, das ist das Schöne bei dem Gerät. Wenn du jetzt die Mechanik zum Verstellen, die wird hier zusammengefahren, da gibt es so eine Raststellung, die muss man abholen und dann kann man den Widerstand erhöhen, ja, indem man den zudreht. Ja. Du machst jetzt gerade auf und wenn du in die andere... Nee, ja, und jetzt zu. Also wenn du jetzt, da wird der Spalt kleiner. Ja, okay. Das siehst du ja, dass bei dir, da wird der Widerstand ganz schön hoch. Ja. Super, alles klar. Das ist eine ganz coole Geschichte. Ja. Ich denke, wir sollten noch eine zweite Sendung machen und einzelne Übungen aufzeigen, die unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dann wirklich ganz gezielt machen können. Gerne. Wie kommt man zu so einem Ding? Wo finde ich das? Wir arbeiten zusammen mit einem Vertriebspartner, Biosa. Da kann man das finden und man kann natürlich auch auf unserer Webseite cyvos.com Gerät finden. Da wird auch viel erklärt. Wir haben Videos in YouTube. Da werden die Übungen auch erklärt, was man dabei beachten soll. Aber das Schöne ist, man muss sehr wenig dabei beachten. Also Haltung ist wichtig und man sollte natürlich wie bei allen Sachen nicht übertreiben. Darf man fragen, in welcher Preisklasse solch ein Trainingswerkzeug ist? Ja, also in Euro sind es ungefähr, also nicht ungefähr, sind 149 Euro. Okay, macht total Sinn. Ja, und man muss dazu sagen, das Gerät geht nicht kaputt. Ja. Ja, also es hält ein Leben lang. Der Widerstand, der hier drin eingearbeitet ist, hat praktisch keinen Verschleiß. Wir haben unsere Testläufe gemacht, wir haben Zyklen gefahren. Nach 2,5 Millionen Hub haben wir das eingestellt. Da gab es null Abbau des Widerstandes. Der hat sich konstant gehalten. Ja. Das Gerät ist auch nicht kaputt gegangen. Wir haben mit deutlich mehr Kraft gearbeitet in diesen Zyklen, als ein Mensch aufbringen kann. Ja, und somit haben wir gesehen, dass das Gerät eigentlich für ewig gebaut ist. Das Einzige, was sicherlich mit der Zeit Verschleiß aufweisen wird, sind die Griffe. Aber die können wir natürlich problemlos nachsehen. Ja, also wirklich, das kommt jetzt gerade zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin 50 Jahre alt geworden und habe gedacht, irgendwas muss ich tun. Meine Frau geht ständig ins Fitness und ich tue nichts. Und wir haben uns vorgenommen, was zu tun und die Schweizer Fahne hochhalten und mal anfangen mit diesem Training. Regelmäßig da was zu tun, so einfach wie es ist am Abend vor dem Fernseher. Manchmal hat man einfach keinen Bock mehr, wenn man müde nach Hause kommt, noch rauszugehen oder noch irgendwas zu tun, oder? Ja. Sowas ist jetzt wirklich eine faszinierende Sache und ich fühle mich auch nicht doof dabei. Nee. Weil das ist ja der andere so, schreien und machen und tun. Und auch Liegestütze ist eine Qual. Ist eine Qual absolute inzwischen. Absolute Qual. Ja. Und, oder auch Rumpfbeugen. Übrigens, Bauchmuskel kann man auch irgendwie... Kann man auch machen. Man kann also das Gerät auf den Boden stellen. Man kann den Fuß... Deshalb haben wir den Griff offen gestaltet. Ja. Und dann kann man mit dem Rumpf die Bewegung machen in beide Richtungen. Dann trainiert man. Ach, ja, und man sollte beide Hände benutzen, damit das Gleichgewicht da ist. Okay. Ja. Und dann arbeitet man tatsächlich Rücken und Bauch gleichzeitig. Das machen wir nachher in der nächsten Sendung. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Wir blenden die Homepage ein. Wenn Sie so ein wunderbares Gerät sich erwerben möchten, dann melden Sie sich bitte an diesen Homepages. Bestellen Sie es dort, wenn Ihnen das auch so Spaß macht wie jetzt gerade mir. Und die nächste Sendung werden wir dann auch auf YouTube einblenden. Dann können Sie sich anschauen, wie die einzelnen Übungen aussehen. Wie gesagt, jetzt auch dieser Bauchmuskel, das war jetzt ganz wichtig noch, dieser Hinweis. Das ist ja unglaublich, du kannst alles machen damit. Du kannst fast alles damit machen. Super. Rainer, herzlichen Dank, vielen Dank, dass du da bist. Danke, dass du uns das gezeigt hast. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünsche ich einen fitten Oberkörper. Fahren Sie Fahrrad mit Ihrem Oberkörper. Und das ist das Spielzeug dazu. Alles Gute, danke und auf Wiedersehen.